Seid herzlich gegrüßt an den Bildschirm zu Hause, auch diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Wir haben ja an unserem ersten Nachmittagsvortrag gesehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Evolutionslehre und der Ethik. Natürlich gibt es auch einen Zusammenhang zwischen dem christlichen Glauben und der Ethik. Überhaupt kann man sagen, ein Weltbild bedingt eben auch eine Ethik, also letztlich eine Haltung darüber, welche Verhaltensweisen gut sind und welche nicht gut sind. Und wohl kaum jemandem ist es entgangen, dass wir in einer Zeit des beschleunigten Wertewandels leben. Und ob eine Ethik gut oder schlecht ist, das kann man zunächst einmal daran beurteilen, zu welchen Folgen diese Ethik führt. Und keine unserer Entscheidungen ist unabhängig von unseren Werten. Und daher ist es natürlich auch von entscheidender Bedeutung, woher wir unsere Werte beziehen. Denn wenn es keine letzte Instanz gibt, können wir nicht abschließend beurteilen, ob eine Ethik wirklich gut ist oder nicht. Und darum ist die Frage wichtig, beruhen unsere Werte auf der Offenbarung Gottes, das heißt der Bibel, oder einem weltlichen Wertesystem, das von Menschen konzipiert worden ist. Im Kolosserbrief werden wir darauf hingewiesen, dass alle Schätze der Weisheit in Christus verborgen sind und dass wir uns nicht durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleiten lassen sollen. Darum ist es auch wichtig zu sehen, in welchen Bereichen der aktuellen Ethik gerade die Evolutionslehre oder auch der christliche Glaube eine Auswirkung hat. Und der Titel des jetzigen Vortrags ist dann "Lasst uns Leben machen, moderne Bioethik im Licht der biblischen Offenbarung". Es bezieht sich also jetzt auf die Frage, wie gehen wir mit dem Leben um? Welcher Umgang mit dem Leben ist angemessen, welcher nicht? Und die Bioethik ist derzeit ein Bereich, in dem es viele Diskussionen gibt, auch deswegen, weil es viele neue Entwicklungen gibt und mit diesen Entwicklungen auch viele neue Möglichkeiten. Ich habe eben bereits einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief erwähnt, und dort werden wir auch gewarnt vor einer Philosophie, die auf den Grundsätzen der Welt bzw. auf der menschlichen Überlieferung beruht und nicht auf Christus. Wir sehen also, der Christ steht immer in einer Spannung mit den weltlichen Auffassungen darüber, welche Denk- und Lebensweisen richtig bzw. falsch sind. Das handelt sich also um eine Normenkonfrontation, der wir stets ausgesetzt sind. Und ich möchte zunächst einmal ein paar Dinge zu dem Prinzip der Wahrheitsfindung sagen. Anschließend möchte ich darauf eingehen, welche Bioethik die Menschen früher gehabt haben. Menschen hatten ja immer eine Bioethik. Und welche Entwicklungen in der Bioethik es aktuell gibt, mit dem Fokus letztlich auf das sogenannte Gen-Editing. Das ist ein ganz aktuelles Thema, weil es eben aufgrund der neuen Entwicklungen immer mehr Möglichkeiten gibt, auch den Menschen genetisch zu verändern. Also zunächst einmal zu dem Prinzip der Wahrheitsfindung. Wenn wir von dem Wort Gottes ausgehen, dann ist die Grundlage all unserer Urteile letztlich das Wort Gottes. Und dort sehen wir, dass wir die Dinge beurteilen müssen, wie alle anderen Menschen. Allerdings sind Christen privilegiert, denn Gott gibt Christen die feste Zusage, dass sie durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet werden. Und auch wenn wir uns oft genug irren,
So steht doch diese Zusage, dass wenn wir uns durch den Heiligen Geist leiten lassen, wir befähigt werden, die Wahrheit zu erkennen. Und im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 13 heißt es, dass wir in alle Wahrheit geleitet werden. Bezieht sich nun diese Aussage also nur auf das persönliche Leben eines Christen oder auf den Wandel einer Gemeinde? Ich denke nicht, dass das so ist. Ich denke, dass wir weit mehr erkennen können. Wir können Prinzipien erkennen, die über das persönliche Leben und über den Wandel der Gemeinde hinausgehen, wenn eben uns die Zusage gegeben ist, dass wir in alle Wahrheit geleitet werden. Zweifellos ist es ein großer Segen, wenn wir verstehen, welche Entscheidungen wir in unserem persönlichen Leben treffen sollten. Aber wenn wir uns darauf beschränken, dass die biblischen Aussagen nur unser persönliches Leben betreffen, dann riskieren wir in anderen wichtigen Bereichen im gesellschaftlichen Leben, wo wir auch Verantwortung übernehmen, die Wahrheit zu verfehlen. Im Philipperbrief betet Paulus für die Empfänger des Briefs, dass ihr Urteilsvermögen zunimmt. Dort heißt es: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag des Christus, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Also das, was Paulus hier sagt, ist, dass unsere Liebe nicht bloß auf Gefühlen beruhen soll, sondern vielmehr auf einem soliden Urteilsvermögen. Das heißt, auf der Fähigkeit, Argumente zu wägen, die Geschehnisse anhand von genauen Beobachtungen und dem Herstellen von Zusammenhängen richtig einzuschätzen. Und wie gesagt, unsere Grundlage für die Beurteilung der Dinge ist das Wort Gottes. Das bringt natürlich aber auch Probleme mit sich. Im Johannesevangelium in Kapitel 17, Vers 14 heißt es: Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Also, Jesus sagt hier, dass er uns sein Wort gegeben hat. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Uns ist sein Wort gegeben als Grundlage für unser Leben, aber auch für die Beurteilung aller anderen Dinge. Und dann folgt die Aussage, und die Welt hasst sie. Das bedeutet also, wenn wir das Wort als Grundlage für die Beurteilung der Dinge verwenden, dann begeben wir uns in die Opposition zur Welt. Damit ist gemeint die erdrückende Mehrheit aller anderen Menschen. Es heißt also, die Welt hasst Christen, weil sie einen absoluten Maßstab für die Wahrheitsfindung haben, der über allen Meinungen steht, das Wort Gottes. Und damit sind natürlich Verhaltensweisen, die mit dem Wort Gottes im Konflikt stehen, sie gelten als Sünde und Christen, sondern sich davon ab, sofern sie konsequent sind. Und ich denke auch, dass Christen dazu aufgerufen sind, schwierige Sachverhalte mit Hilfe des Wortes Gottes und unter der Leitung des Heiligen Geistes zu beurteilen. Und es gibt auch in der Geschichte genügend Beispiele für den reichen Segen, der gewirkt worden ist durch Menschen, die Gott vertraut haben und Verantwortung übernahmen und die Dinge der Welt ausgehend von der Heiligen Schrift beurteilten. Um es nochmal zu wiederholen, also die Bioethik ist eine durchaus anspruchsvolle, interdisziplinäre Fragestellung oder Disziplin. Und dort geht es um Fragen rund um einen akzeptablen Umgang mit Lebewesen. Schauen wir erst einmal ein wenig zurück, und zwar in die Antike. Die Menschen damals hatten auch eine Auffassung darüber, wie mit Leben
umzugehen ist, insbesondere mit dem menschlichen Leben. Und der Umgang mit dem Leben ist ja, wie gesagt, abhängig von dem Weltbild. Und die Götter der Antike waren ja bekanntermaßen rachsüchtig und grausam und beschäftigten sich hauptsächlich mit Intrigen und Kämpfen gegeneinander. Bei den Spartiaten zum Beispiel, das ist letztlich eine Konsequenz aus genau dieser Sichtweise, bei den Spartiaten in der Antike war es üblich, schwächliche Kinder auszusetzen. Und die Reifeprüfung eines Spartiaten bestand darin, einen Heloten zu töten. Die Heloten, das waren Angehörige der bäuerlichen Bevölkerung, und eben die Spartiaten, das waren Bürger Spartas, die vor allem darin unterwiesen wurden, Krieg zu treiben. Also sie wurden in der Kampfkunst unterwiesen, und ihre Reifeprüfung bestand darin, eben einen Angehörigen dieser bäuerlichen Bevölkerung zu töten. Und ein Sklavenleben galt in der damaligen Zeit nicht viel. Und auch die Abtreibung in der damaligen Zeit oder die Kindstötung war eine Selbstverständlichkeit. Man kann davon sprechen, dass diese Dinge ein wesentlicher Teil der Familienplanung waren. Antike Philosophen wie Aristoteles oder wie Plato hielten die Abtreibung und Kindstötung für eine Notwendigkeit, um gesunden Nachwuchs hervorzubringen und um die Zahl der Einwohner auf einem konstanten Wert zu halten. In einem Aufsatz von Thomas Schirmacher heißt es, im antiken Rom und in Griechenland gehörte das Kind erst dann zur Familie und Gesellschaft, wenn es durch eine Zeremonie ausdrücklich anerkannt worden war. Genau genommen war die Entscheidung des Vaters wichtig, also man sprach auch vom Pater Familias. Wenn er das Kind auf den Arm nahm, dann galt es als angenommen, wenn nicht, dann wurde es ausgesetzt. Die Menschenwürde hatte, wie gesagt, ein Kind also nicht unmittelbar nach der Zeugung, sondern erst nach der Anerkennung durch den Vater. Und Aristoteles setzte den Zeitpunkt der Beseelung eines Menschen willkürlich auf den 40. Tag bei Jungen und auf den 80. Tag bei Mädchen. Diese Sichtweise hatte eigentlich keine wirkliche Begründung, aber sie hatte später auch eben Einfluss auf christliche Kreise in späteren Jahrhunderten. Man kann also sagen, dass der christliche Glaube in eine Welt kam, die Idee, das menschliche Leben grundsätzlich zu schützen, nicht kannte. Und diese christliche Sicht war eben ganz anders. Die Menschen, wie bereits erwähnt worden ist im Vortrag zuvor, haben vor Gott alle den gleichen Wert. Also das Leben eines Sklaven hatte eben den gleichen Wert wie das Leben seines Herrn. Und das sehen wir auch schon in der Heiligen Schrift. Wenn man zum Beispiel den Philemonbrief liest, dann sieht man, dass Paulus den Philemon dazu auffordert, den entlaufenen Onesimus, der sein Sklave war, als Bruder zu behandeln. Für die damalige Zeit war das außergewöhnlich. Und im Jakobusbrief im Kapitel 2 werden die Leser dazu aufgefordert, keine Unterschiede im Umgang mit Menschen zu machen. Also, da heißt es kein Ansehen der Person, und das bedeutet einfach, man soll Menschen gleich behandeln, sei es, ob sie aus einem gehobenen Stand kommen oder aus einem niederen. Und im gleichen Brief, also im Jakobusbrief im Kapitel 3 in Vers 9 werden die Leser daran erinnert, dass man einem Menschen nicht fluchen soll, weil alle Menschen im Bild Gottes geschaffen sind. Die frühe Christenheit lehnte auch geschlossen die Abtreibung und Kindstötung ab. Und zwar zunächst einmal unter Berufung auf das 6. Gebot. Das steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13. Der bekannte Apologet Tertullian argumentierte gegen die Abtreibung auch mit
Lukas Kapitel 1, Verse 41, fortfolgende. Dort geht es darum, dass Johannes der Täufer im Mutterleib der Elisabeth hüpfte, als Elisabeth den Gruß der Maria vernahm. Es ist also offenkundig so, dass es sich eben um einen geistig oder eben seelisch kompletten Menschen im Mutterleib handelt und nicht einfach nur um einen Zellklumpen, der irgendwann später beseelt wird. Und auch andere Kirchenväter und Theologen äußerten sich dementsprechend. So heißt es in dem Aufsatz von Thomas Schirmacher: Bei allen großen Kirchenvätern finden sich Sätze, die die Abtreibung verurteilen. Und im Jahr 380 nach Christus unterzeichnete der oströmische Kaiser Konstantin in Gegenwart des weströmischen Kaisers Valentinian II. Die apostolische Konstitution. Darin wurde die Abtreibung als Mord verurteilt. Hier kam es also zur Wende. Lange Zeit war eben, wie gesagt, die Abtreibung und die Kindstötung ein fester Bestandteil der Familienplanung. Und nachdem es zu der Wendung vom heidnischen Römischen Reich hin zum christlich geprägten Römischen Reich kam, wurden eben auch neue Gesetze geschrieben. Von da an galt auch die Abtreibung als Mord und wurde verurteilt. In dieser apostolischen Konstitution heißt es: Du sollst nicht dein Kind durch Abtreibung töten, noch das Geborene umbringen. Alles Gebildete wird, weil es von Gott eine Seele empfangen hat, gerecht werden wie bei Mord. Dann, nach dem Römischen Reich ging es eben über ins Mittelalter. Und im Mittelalter, da war es so, dass die Abtreibung und Kindstötung grundsätzlich unter Strafe standen. Dabei hatten vor allem eben die Kirchenväter Hieronymus und Augustinus großen Einfluss. Und später eben vor allem Thomas von Aquin, der eine Seelenlehre etablierte, die großen Einfluss auch auf die Frage bezüglich des Lebensschutzes hatte. Thomas von Aquin war beeinflusst von Aristoteles. Also Aristoteles hatte ja die Lehre etabliert, dass ein Fötus beseelt wird im 40. bzw. 80. Tag. Und Thomas von Aquin übernahm eben diese Lehre, die, wie gesagt, unbegründet ist. Allerdings gab es einen Unterschied zwischen Thomas von Aquin und Aristoteles dahingehend, dass Thomas von Aquin eben ausgehend von der biblischen Lehre überzeugt war, dass jeder Mensch eine individuelle Seele von Gott hat. Aristoteles dagegen fasste die Seele als etwas Überindividuelles auf, das eben nicht jedem einzelnen Menschen von einem Schöpfer gegeben wird. Und die Kirche im Allgemeinen argumentierte mit Versen aus dem Alten Testament in Bezug auf die Abtreibung. So zum Beispiel in Jeremia Kapitel 1, Vers 5: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Aus diesem Vers geht hervor, dass Gott eben tatsächlich individuell für Menschen einen bestimmten Lebenslauf, einen bestimmten Plan vorgesehen hat. Und daraus ergibt sich eben auch die Konsequenz, dass das Leben zu schützen ist. Auch in Hiob sehen wir einen ähnlichen Gedanken: Deine Hände haben mich als Ganzes gebildet und rundum gestaltet, und nun verschlingst du mich. Also Hiob hadert hier mit seinem Geschick und geht davon aus, dass Gott einen weiteren Plan hat und ihm bereitet es Gram, ihm bereitet es tiefe Betrübnis, dass hier möglicherweise sein Leben zu Ende sein könnte.
Und im Psalm 139, Vers 16 heißt es, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also diese Verse wurden im Mittelalter von Kirchenleuten eben verwendet, um deutlich zu machen, Abtreibung ist etwas, was mit Gottes Willen nicht zu vereinbaren ist. Es gab allerdings auch Befürworter der Abtreibung in der Kirche, vor allem bei den Jesuiten. So gab es also im Mittelalter durchaus eben Debatten um diese Fragestellung. Und insgesamt aber gab es vom Wort Gottes eine Prägung dahingehend, dass Abtreibung abgelehnt wurde. Machen wir jetzt also einen Sprung in die Zeit Darwins, denn für die jüngere Vergangenheit haben sich die Veröffentlichungen von Charles Darwin als besonders einflussreich gezeigt. Darwins Werke hatten einen immensen Einfluss vor allem auf die zeitgenössischen, aber auch auf die späteren Intellektuellen und damit auf die gesamte Gesellschaft. Und auch wenn Darwin sich in politischen Belangen häufig zurückhielt, waren seine Stellungnahmen sehr wirkungsvoll. In seinem Buch über die Abstammung des Menschen schrieb er, unter den Wilden werden die an Körper und Geist Schwachen bald eliminiert. Die Überlebenden sind gewöhnlich von kräftigster Gesundheit. Wir zivilisierten Menschen dagegen tun alles Mögliche, um diese Ausscheidung zu verhindern. Darwin sprach also von Menschen, die in irgendeiner Form benachteiligt sind, als von einer Ausscheidung. Und er sprach auch einfach davon, dass eben die Schwachen eliminiert werden. Das ist eine, man kann sagen, schonungslose Rhetorik, die der Barmherzigkeit, die aus der biblischen Sicht auf den Menschen ermangelt. Und recht kühl schrieb Charles Darwin auch über die weniger zivilisierten Menschen seiner Zeit, dass sie in einer künftigen Zeit, die nach Jahrhunderten gemessen nicht einmal sehr entfernt ist, die zivilisierten Rassen der Menschheit wohl sicher die wilden Rassen auf der ganzen Erde ausgerottet und ersetzt haben. Also für Charles Darwin, der eben ausgehend von einer evolutionären Weltsicht die Dinge beurteilte, war das einfach eine Schlussfolgerung aus dem Gedanken, dass eben der besser angepasste überlebt. Der Historiker Paul Johnson fasst es wie folgt zusammen: Darwin hielt es für unumstößlich, dass die Verbesserung der menschlichen Rasse durch natürliche oder wissenschaftliche Mittel wünschenswert war und ist. Also Charles Darwin hielt eben ausgehend von der Evolution, also erwartete ausgehend von der Evolutionslehre, dass der Mensch sich noch höher entwickeln würde, und dementsprechend hatte er auch kein Problem damit, wenn Menschen der Evolution auch durch bestimmte Mittel nachhelfen würden, zum Beispiel die Zuchtwahl des Menschen. Darüber hinaus hielt auch Darwin nicht viel von Impfungen oder vom Schutz der Schwachen allgemein. Aus seiner Sicht waren jegliche Einmischungen in das Wirken der natürlichen Selektion sinnlos. Und weil eben diese Publikationen von Darwin großen Einfluss hatten, wirkte sich das auch auf die Staatspolitik aus. Paul Johnson fasst es wie folgt zusammen: Darwins Werke befeuerten die Angst, dass führende Nationen wie die Briten aufgrund der Verdünnung ihrer Rassenreinheit degenerieren könnten. Im Unterschied dazu galt eben nach Darwin die christliche Lehre zunehmend als widernatürlich. Da eben der Gläubige zur Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen und zu einem generellen Schutz des Lebens aufgerufen ist. Ich möchte hier als Beispiel ein Zitat von
Adolf Hitler anführen. Dort heißt es, das Gesetz der Selektion rechtfertigt den ständigen Kampf, sodass das Überleben der Stärkeren ermöglicht wird. Das Christentum ist Rebellion gegen das Naturgesetz, ein Protest gegen die Natur. Sowohl Hitler als auch Darwin verwendeten sehr häufig den Begriff Kampf. Es ist einer der häufigsten Begriffe, sowohl in Hitlers Buch Mein Kampf als auch in den Veröffentlichungen von Charles Darwin. Und nicht nur die Nationalsozialisten gründeten ihre Weltanschauung auf Darwins Theorie, sondern auch die Sozialisten. Marx Engels zum Beispiel schrieb Folgendes: Sehr bedeutsam ist Darwins Schrift und passt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes. Darüber hinaus gab es auch andere, die noch weiter gegangen sind, als etwa Charles Darwin oder auch Marx Engels, Marx und Engels. So war es zum Beispiel so, dass Francis Galton, der Cousin von Charles Darwin, ein Buch schrieb mit dem Titel Hereditary Genius. In diesem Buch forderte er die Regierung Englands auf, ein nationales Bioverzeichnis zu erstellen. In diesem nationalen Bioverzeichnis würde dann jeder Mensch den Vermerk erhalten, ob er von guter Fitness sei oder eben nicht. Das würde dann ausgedrückt in dem Wort erwünscht bzw. unerwünscht. Wer also bestimmte Fitnesskriterien erfüllt, der wäre dann erwünscht, und wer diese Kriterien nicht erfüllt, der wäre unerwünscht. Damit zusammen hing seine Forderung nach der sogenannten Eugenic Marriage. Das heißt also, Menschen, die unerwünscht wären, hätten nicht das Recht zu heiraten und sich fortzupflanzen. Also schon damals war die Idee geboren, den Menschen durch Züchtung zu etwas Besserem umzugestalten. Und diese Ideen fanden vor allem in Deutschland Anklang. Besonders die Biologen ließen sich für die nationalsozialistische Ideologie gewinnen. Unter den Biologen gab es sehr, sehr viele mit einem braunen Parteibuch. Die Folge dieser Haltungen war eben waren nationale Eugenik- und Dysgenik-Programme in vielen verschiedenen Ländern. Es gab eben viele Menschen, die damals zum Beispiel körperlich beeinträchtigt waren, und die wurden zwangssterilisiert. Es wurde also in der damaligen Zeit Menschen die Menschenwürde abgesprochen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit. Das war der Fall zum Beispiel in Bezug auf die Sinti und Roma. Die Menschenwürde wurde auch abgesprochen im Fall einer Behinderung oder mangelhafter mentaler Fähigkeiten. Und bei den Sozialisten war es so, dass sie aufgrund der Klassenangehörigkeit die Menschenwürde auch absprachen. Das sehen wir zum Beispiel darin, dass in der Sowjetunion bestimmte Klassen, also soziale Klassen, verfolgt wurden. Wie sieht es da mit der Bioethik heutzutage aus? Sicherlich würden heutige Politiker und Wissenschaftler die Bioethik früherer Epochen scharf verurteilen. Man muss aber auch beurteilen, ob nicht die Bioethik unserer heutigen Zeit durchaus auch Elemente hat aus früheren Zeiten. Die Aufgabe von Bioethikern zunächst einmal ist sehr komplex und anspruchsvoll.
Wie bereits erwähnt, mit den deutlich verbesserten wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten sind auch viele neue und schwierige Fragen, aber auch Erwartungen aufgekommen. Mittlerweile gibt es die In-vitro-Fertilisation, die von der erwartet wird, dass sie Abhilfe bei ungewollter Kinderlosigkeit verschafft. Problematisch ist allerdings hierbei, dass mehrere Zellen gleichzeitig eben befruchtet werden und in die Gebärmutter eingeführt werden, um so die Wahrscheinlichkeit der Einpflanzung zu erhöhen. Während dann eine Zelle eingepflanzt wird, werden die anderen verworfen. Das heißt also, eine befruchtete Eizelle, die an sich einen Startpunkt für einen Menschen darstellt, wird hier verworfen. Die Präimplantationsdiagnostik ermöglicht die Überprüfung des Gesundheitszustandes, könnte man sagen, also der Qualität eines erzeugten Embryos vor der Einpflanzung. Man überprüft ihn also auf mögliche Krankheiten und unter Umständen wird er dann verworfen. Es gibt also in der Bioethik keinen absoluten Maßstab mehr dafür, was richtig und was falsch ist. Und grundlegend für die heutige Bioethik ist die sogenannte Diskursethik. Man kann sich das zum Beispiel bei Jürgen Habermas anschauen. Und Jürgen Habermas ist einer derjenigen, die eine Letztbegründung für ethische Normen ablehnen. Ein Beispiel für eine solche Ablehnung von einer Letztbegründung sind Äußerungen auch von Peter Singer, der auch ein Bioethiker ist. In einem Interview sagte er einmal: "Ich glaube nicht daran, dass uns ein Gott moralische Gesetze auf Steintafeln überreicht hat. Wir müssen uns schon auf uns selbst verlassen und auf die Vernunft setzen." Und weiter sagte er: "Das Postulat, dass das menschliche Leben heilig ist, gilt nicht mehr. Wir fällen Entscheidungen darüber, welche Art von Leben wir fortsetzen und welche nicht." Und es ist natürlich klar, dass die Bioethik mit biblischen Prinzipien nicht vereinbar ist. Einfach schon allein schon aus dem Grund, dass das Wort Gottes unsere Letztbegründung ist. So heißt es zum Beispiel in Sprüche Kapitel 3, Vers 5: "Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand." Und hier ist ein weiteres Zitat zur Bioethik, wie sie heutzutage aufgefasst wird. "Die Bioethik, eine moderne Entwicklung, formuliert angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit Lebewesen und mit der Natur. Es geht in erster Linie um die Frage, welche Eingriffe und Experimente die Ehrfurcht vor dem Leben und die Sorge um Mensch und Umwelt verbieten. Es besteht heutzutage Übereinstimmung darin, dass Untersuchungen an Menschen das Einverständnis der Betroffenen voraussetzen und dass Experimente, die das Leben und oder die Würde von Versuchspersonen bedrohen, unterlassen sind." Also die Bioethik wird generell als eine Aufgabe von bestimmten Gremien verstanden, wie zum Beispiel dem Deutschen Ethikrat. Dort werden Fragen zum Umgang mit Leben erörtert. Und wir sehen hier in diesem Zitat, dass eben die Richtschnur hier die Ehrfurcht vor dem Leben ist. Das wirkt allerdings nicht überzeugend, denn man muss sich ja fragen, warum man nun Ehrfurcht vor dem Leben haben sollte aus Sicht der Evolutionslehre. Und dann heißt es hier auch, es besteht heutzutage Übereinstimmung darin, dass Untersuchungen an Menschen das Einverständnis der Betroffenen voraussetzen. Hier heißt es heutzutage. Ja, das zeigt aber auch, dass eben solche Normen, die auf der Diskursethik begründet sind, aktuell gültig sein mögen, aber wenn
die Gesellschaft gesamtheitlich ihre Auffassung darüber ändert, dann kann es sein, dass sie in 10 Jahren keine Bedeutung mehr haben. Und in einem weiteren Zitat, das ich vorgefunden habe, zur Frage nach der Bioethik heißt es: Verschiedene Modelle lassen auch unterschiedliche Schlussfolgerungen zu. Und natürlich versucht jeder seine eigenen Interessen ethisch so zu begründen, dass sie nicht als sittenwidrig und damit nicht als machbar erscheinen. Es zeigt ja also, dass es offenkundig nicht darum geht, wahrhaftige Prinzipien konsequent zu befolgen, sondern dass es letztlich darum geht, dass in jeder seine Interessen durchzusetzen versucht und unter Umständen, wenn diese Interessen nicht zum Vorteil der anderen Menschen sind, dann kommt auch zum Beispiel rhetorische Verschleierung in Frage. Und interessant vor diesem Hintergrund ist eine Veröffentlichung, die vor etwa 8 Jahren herausgebracht worden ist mit dem Titel After Birth Abortion, Why Should the Baby Live? Schon Peter Singer sagte in dem Spiegel-Interview, was ich vorhin erwähnt habe, moralisch wichtig ist doch nicht, ob ein Baby menschliches Leben ist, sondern einzig die Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten es hat. Damit wird also nicht ausgesagt, dass das Leben eines Menschen grundsätzlich zu schützen ist, sondern damit wird es abhängig von Eigenschaften und Fähigkeiten gemacht. Das öffnet natürlich Tür und Tor für jede Art von willkürlicher Beurteilung darüber, welcher Mensch leben darf und welcher nicht. Und Alberto Giublini und Francesca Minerva, zwei australische Bioethiker, verfassten eben einen Artikel, wo sie die nachgeburtliche Abtreibung, wie sie es nennen, also letztlich die Kindstötung, befürworten. Dort schreiben sie, das bloße Menschsein an sich ist kein Grund, jemandem das Recht auf Leben zuzuschreiben. Und der wesentliche Argumentationsstrang in diesem Artikel ist, dass der Mensch an sich auch nach der Geburt noch keine Person ist. Und wo ich den Artikel las, habe ich versucht zu verstehen, ab wann aus Sicht der Autoren denn nun der Mensch tatsächlich eine Person als eine Person gelten darf. Das ist in dem Artikel aber eigentlich ziemlich schwammig formuliert. Dort heißt es eben, dass der Mensch ab dann etwa eine Person ist, wenn er seinem Leben einen wirklichen Wert beimessen kann. Und ja, das schreiben sie auch in dem Artikel, dort heißt es, unter Person verstehen wir ein Individuum, das in der Lage ist, seiner eigenen Existenz zumindest einen Grundwert zuzuschreiben, sodass der Entzug dieser Existenz für sie einen Verlust darstellt. Wann das genau eintritt, das schreiben die Autoren dieses Artikels nicht. Und es stellt sich natürlich auch, wenn man einen solchen Artikel liest, die Frage, warum kann das Kind nicht zur Welt gebracht werden und dann zur Adoption abgegeben werden? Auch darauf gehen die Autoren in diesem Artikel ein und sagen, das wäre ja der Mutter nicht zuzumuten, denn es könnte sein, dass sie dadurch ein Trauma bekommt, dass das Kind lebt und eben bei anderen Eltern glücklich sei. Es sei daher besser, so die Autoren, das Kind nicht leben zu lassen, da man das der Mutter nicht zumuten kann. Und das drücken sie auch in dem folgenden Abschnitt aus. Deshalb behaupten wir, dass die Tötung eines Neugeborenen unter allen Umständen, unter denen ein Schwangerschaftsabbruch stattfinden würde, ethisch zulässig sein sollte. Zu diesen Umständen gehören Fälle, in denen das Neugeborene das Potenzial hat, ein zumindest akzeptables Leben zu führen, aber das Wohl der Familie gefährdet ist. Wenn also das Kind eine Belastung aus Sicht der Eltern darstellt und ab wann es eine Belastung
darstellt, liegt im Ermessen der Eltern, kann es nach der Argumentation dieser beiden Autoren eben selbst nach der Geburt getötet werden. Es wird also deutlich, dass die Zeugung als Anfangspunkt der Menschenwürde für heutige Bioethiker nicht in Frage kommt und dass es eben keine objektiven Maßstäbe für die Beurteilung der Frage, wie mit menschlichem Leben umzugehen ist, gibt. Und das ist natürlich klar, dass es dann zu weiteren willkürlichen Verschiebungen kommen kann. So kann man also sagen, dass auch heutzutage die Bioethiker die Menschenwürde den Menschen, bestimmten Menschen absprechen. Das ist nicht mehr der Fall in Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit, aber offensichtlich in Bezug auf die Behinderung, zumindest im Stadium, also im embryonalen Stadium oder auch mittlerweile bei einigen Bioethikern nach der Geburt. Genauso mit mentalen Fähigkeiten und sogar dann, wenn Kinder eine mögliche Last für andere darstellen. Es gibt also durchaus Ähnlichkeiten zu der Bioethik in der Antike. Wie sieht es dagegen mit der biblischen Sicht aus? Dort wird deutlich, dass eben Gott den Menschen in seinem Bild schuf. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27 heißt es: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und wie bereits erwähnt, heißt es schlicht und ergreifend im sechsten Gebot: Du sollst nicht töten. Den Vers aus Psalm 139 habe ich bereits erwähnt, auch den Vers aus Jeremia, Kapitel 1, 4 und 5. Im Galaterbrief darüber hinaus heißt es in dem ersten Kapitel, Vers 15, dass Gott eben auch für Paulus einen bestimmten Plan hatte. Und auch Lukas, Kapitel 1, Vers 41 ist bereits erwähnt worden. Wir sehen also, dass die Ebenbildlichkeit Gottes die Begründung ist für die unantastbare Menschenwürde. Und sie ist eben unabhängig von den Eigenschaften eines Menschen und beginnt bei der Zeugung. Das kann man also summieren aus den Abschnitten der Bibel, die zu dieser Frage zu finden sind. Kommen wir nun zu der Frage des Gen-Editing. Das Gen-Editing ist im Prinzip das Verändern des Erbguts des Menschen, und zwar mit Hilfe von biochemischen Methoden. Und hier hat sich gerade in den letzten 8 Jahren eine Methode etabliert, die für große Euphorie gesorgt hat. Diese Methode wird als CRISPR-Cas9 bezeichnet. Die Entdecker heißen Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. Es handelt sich dabei um ein biochemisches Werkzeug, das an sich aus dem bakteriellen Immunsystem stammt. Im bakteriellen Immunsystem, da ist es, also Bakterien haben vor allem mit Viren zu kämpfen. Wenn ein Bakterium den Befall durch Viren überlebt, dann baut es Teile des Virenerbguts in sein Genom ein. Wenn es dann erneut zu einem Virenbefall kommt, dann wird dieses Genom von dem Bakterium abgesucht nach einem bestimmten Abschnitt, der zu dem Genom des Virus, das es befällt, passt. Dieser Abschnitt wird dann als Leitstrang verwendet für das Enzym Cas9. Und dieses Enzym Cas9, das schneidet dann das Virenerbgut, das zu dem Stück, das zu dem Leitstrang passt, aus. Und durch dieses Ausschneiden wird dann das Virenerbgut funktionsuntüchtig und der Virus ist dann nicht mehr funktionstüchtig und bereitet der bakteriellen Zelle keine Probleme mehr.
Also, und die Möglichkeit, die eben entstanden ist oder die von Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna entdeckt worden ist, ist das Programmieren der Genschere auf bestimmte Abschnitte. Man kann also mit Hilfe dieser Methode sogar einzelne Nukleotide aus dem Erbgut selektiv ausschneiden und dann eben auch ersetzen. Und da gab es durchaus interessante Befunde, die mithilfe dieses biochemischen Instrumentariums gemacht worden sind. So war es zum Beispiel möglich, durch den Einsatz dieser Genschere die Muskelschwäche von Mäusen in einem Versuch zu beheben. Bei diesem Eingriff handelte es sich allerdings um das Wiederherstellen von einer gesunden Variante, also einer gesunden Genvariante. Man hatte also ein krankes Gen mit diesem mit CRISPR-Cas9 behandelt und daraus eben ein gesundes Gen gemacht. Es sind auch menschliche Zellen behandelt worden, die eben ein Sichelzellanämie-Gen enthielten. Und auch dort konnte eben die pathogene, also die krankmachende Genvariante verändert werden zur gesunden Genvariante. Es handelte sich hier bei diesem Experiment allerdings um ein Experiment an isolierten Stammzellen und nicht tatsächlich an Menschen. Und schließlich wurden vor nicht langem auch zunehmend mehr, vor allem von chinesischen Forschern, auch Embryonen genetisch manipuliert. Genau genommen handelte es sich dabei um befruchtete Eizellen, die aber noch nicht in die Gebärmutter eingepflanzt waren. Das war auch in China legitim und es war natürlich dann verboten, eben solche Zellen einzupflanzen. Das heißt also, sie wurden nach dem Experiment verworfen. Und entsprechend äußerte sich dann auch der chinesische Forscher Kang in einer seiner Publikationen: Wir plädieren dafür, jegliche Anwendung von Genomeditierung auf die menschliche Keimbahn zu verhindern, bis eine rigorose und gründliche Bewertung und Diskussion durch die globalen Forschungs- und Ethikgemeinschaften erfolgt ist. Ja, und die Entdeckung der Methode CRISPR löste eine große Euphorie aus, vor allem in den Massenmedien. Die Zeitjournalistin Schadwinkel schrieb in einem ihrer Artikel: Mit CRISPR kann sich der Mensch die Welt von morgen selbst erschaffen. Und es dauerte nicht lange, bis eine weitere Grenze überschritten worden ist. Wie gesagt, war es in China verboten, genetisch manipulierte Embryonen befruchtete Eizellen in die Gebärmutter einzusetzen. Doch dann im Jahr 2018, also genau genommen im November, eröffnete der chinesische Wissenschaftler He Yankui, dass er nicht nur befruchtete Eizellen mit CRISPR genetisch modifizierte, sondern zwei davon auch in Gebärmütter eingepflanzt hatte. Und das löste eben unter Wissenschaftlern große Entrüstung aus. Die Miterfinderin der Genschere, Jennifer Doudna, schrieb in einem Artikel oder sagte am Rande einer Konferenz: Ich bin froh, dass er dabei war, also der He Yankui, der Wissenschaftler, der die CRISPR-Babys geschaffen hat, kann man sagen. Ich bin froh, dass er dabei war, aber ich war wirklich erschrocken und erstaunt, als er den Prozess beschrieb, den er gebrauchte. Er war auf vielen Ebenen unangemessen. Francis Collins, der langjährige Leiter des Human Genome Projects, äußerte sich dazu auch: Diese Arbeit, sagte er, stellt eine zutiefst beunruhigende Bereitschaft von Dr. Hay und seinem Team dar, internationale ethische Normen zu missachten.
die Kritik von die Kritik an He Yan Kui fokussierte sich also darauf, dass die Experimente unverantwortlich waren, dass sie zu früh durchgeführt wurden und dass sie einen Verstoß gegen ethische Normen darstellten. Und Nathalie Kofler schrieb in einem Artikel bereits von einer tiefergehenden Krise. Dort heißt es: Ich bin überzeugt, dass dieses Schweigen das Symptom einer tiefgehenden Krise in der Wissenschaftskultur ist. Eine zunehmend wachsende Diskrepanz zwischen den Werten, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft tatsächlich gelebt werden, und der eigentlichen Aufgabe der Wissenschaft. Die Kritik, die aus diesem Artikel von Kofler hervorgeht, ist vor allem: Warum schwiegen die anderen Wissenschaftler, die ja offensichtlich Bescheid wussten darüber, was He Yan Kui getan hatte? Und dann reagierte eben die Gemeinschaft der Wissenschaftler darauf mit einem Moratorium, also mit einem Aufruf zu einem Moratorium im Jahr 2019, nämlich einem Moratorium zur Verwendung von CRISPR im klinischen Bereich. Die Methode sollte also vorerst im klinischen Bereich nicht zur Anwendung kommen, bis eine gewisse Risikoabschätzung durchgeführt worden war. So heißt es in einem Artikel von Lander: Um die Auswirkungen jeder vorgeschlagenen genetischen Verbesserung zu verstehen, sind umfangreiche Studien erforderlich. Trotzdem würde wahrscheinlich eine erhebliche Unsicherheit bestehen bleiben. Insgesamt, wenn man sich die Kritik durchliest zu den Versuchen, die He Yan Kui durchgeführt hatte, man muss dazu sagen, mittlerweile sind die zwei Mädchen, die genetisch manipuliert worden sind, zur Welt gekommen. Man hört in den Medien nicht viel darüber. Und die Zeit wird zeigen, was die Veränderung, die He Yan Kui eingeführt hatte, für Folgen nach sich zieht. He Yan Kui selbst ging es damals darum, die Mädchen gegen die AIDS-Krankheit, also für die AIDS-Krankheit, unanfällig zu machen. Er hatte einen bestimmten Locus im Genom eben anvisiert und so verändert, dass dann später für den Virus ein bestimmtes Einfallstor im menschlichen Organismus nicht mehr vorhanden ist. Nun, und um jetzt die Summe der Kritik sich anzuschauen und zu beurteilen: Die Kritik fokussierte sich vor allem, wie gesagt, darauf, dass He Yan Kui angeblich unverantwortlich gehandelt habe und die Experimente gegen ethische Normen verstießen bzw. zu früh durchgeführt worden sind. Das, was also kritisiert worden ist, war, wie He Yan Kui vorgegangen ist. Aber an keiner Stelle wurde kritisiert, was He Yan Kui gemacht hatte. Heißt also, dass die Veränderung, die genetische Veränderung von Menschen nicht unbedingt das Problem für die Wissenschaftler war, nur die Methode dieser Ausführung. Niemand übte also Kritik daran, dass He Yan Kui vorgehabt hatte, den Menschen genetisch zu verbessern. Und ein anderer Biologe, Benjamin Hurlbut, übte auch Kritik an der Haltung der Wissenschaftler und Bioethiker insgesamt. Er schrieb: Im Jahr 2015 einigten sich Wissenschaftler und Bioethiker bei dem ersten Gipfeltreffen zum Editing menschlichen Erbguts, dass es unverantwortlich sei, Veränderungen an der menschlichen Keimbahn vorzunehmen, solange zwei Bedingungen nicht erfüllt sind. Sicherheit und Effizienz der Methode sind gezeigt worden. Zweite Bedingung: Es ist eine breite gesellschaftliche Übereinkunft bezüglich des weiteren Vorgehens erreicht worden. Doch nach nur 3 Jahren scheinen die führenden Köpfe des Gipfeltreffens die Verpflichtung zur gesellschaftlichen Übereinkunft aufgegeben zu haben. Also es zeigt sich, dass die Haltung der Wissenschaftler offensichtlich inkonsequent ist. Sie sagen bei einem Treffen das eine, machen aber etwas anderes. Das zeigt einfach, dass die Versuchungen, die von dieser Methode ausgehen, für die Wissenschaftler sehr groß sind.
Denn Wissenschaftler wollen natürlich erfolgreich sein, sie wollen relevante Resultate produzieren. Und da ist natürlich so eine Möglichkeit sehr verführerisch, wie gesagt. Das betont auch Cyrulnik in einem Artikel. Dort schreibt er, niemand bezweifelt, dass es weitere Einzelgänger wie ihn, also He Yan Kui, geben wird. Die Technik ist simpel und einige ihrer Anwendungen sind unwiderstehlich. Und auch der Deutsche Ethikrat äußerte sich zu der Frage nach dem Gen-Editing. Im Jahr 2020 wurde eine gemeinsame Erklärung der Ethikräte Deutschlands, Englands und Frankreichs abgegeben. Darin heißt es, dass dass gefordert wird, das Genom-Editing der behördlichen Kontrolle zu unterstellen. Es soll gemäß dieser Erklärung einen Stopp aller klinischen Versuche geben, bis es eine breite gesellschaftliche Debatte gegeben hat. Dann heißt es, es soll keine weiteren klinischen Versuche ohne akzeptables Sicherheitsniveau geben. Und schließlich soll es keine weiteren klinischen Versuche geben ohne angemessene Risikobewertung. Man muss natürlich dann auch einige Fragen stellen zu diesen Ausführungen. Die wirken nämlich eher schwammig. Wenn also, wie es heißt, Gen-Editing der behördlichen Kontrolle unterstellt werden soll, so deutet es an, dass die Kontrolle darüber bisher zumindest nicht gegeben ist. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie eine breite gesellschaftliche Debatte denn tatsächlich aussehen soll und wer entscheidet, wann diese Debatte als abgeschlossen betrachtet werden kann. Es wird auch nicht klar, was genau ein akzeptables Sicherheitsniveau sein soll und ob überhaupt eine sinnvolle Risikobewertung von Gen-Editing möglich ist. Im Übrigen hält der Deutsche Ethikrat im Unterschied zum Französischen die menschliche Keimbahn nicht für unantastbar. Der Deutsche Ethikrat schrieb dann, wir halten die menschliche Keimbahn nicht für kategorisch unantastbar. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt, dass die Beurteilung solcher Anwendungen, also der Verbesserung des Erbguts, von Fall zu Fall erfolgen solle. Welche möglichen Gefahren gibt es? Wir können natürlich sagen, es gibt unabsehbare Folgen für Mensch und Natur, denn wir können nach wie vor nicht wirklich beurteilen, wie sich Eingriffe in die Keimbahn, also wie sich durch den Menschen eingeführte Veränderungen in der Keimbahn, was für Folgen sich daraus ergeben. Und auch die Ethikräte schreiben davon, dass es zu einer möglichen gesellschaftlichen Spaltung führen kann aufgrund von genetischen Veränderungen, da es denn möglicherweise aufgrund dieser Veränderungen verschiedene Klassen gibt. Es gibt allerdings auch bereits jetzt Nebenwirkungen, die beobachtet wurden bei diesem biochemischen Instrumentarium namens CRISPR-Cas9. Kosicki schreibt zum Beispiel, die beobachteten genomischen Schäden in methodisch aktiven Zellen, die durch das CRISPR-Cas9-Editing verursacht werden, können pathogene Folgen haben. Sie beobachteten nämlich, dass diese Methode nicht nur selektiv ein bestimmtes Nukleotid ausschneidet, das man eben visiert hat, sondern dass es auch an anderen Stellen relativ große Bereiche ausschneiden kann, was eben zu Nebenwirkungen führt. Dann warnen einige Forscher auch vor dem sogenannten Mosaizismus. Das schreibt Cyrulnik. Manche warnen auch aufgrund der mangelnden Effizienz von CRISPR-Cas9 davor, Kinder mit einem möglichen Mosaizismus zu produzieren. Das heißt mit editierten und nicht editierten Zellen. Bedeutet also, es kann sein, dass eben, wenn man diese Methode auf zum Beispiel Embryonen wirken lässt, bestimmte Zellen genetisch verändert werden, andere aber unverändert belassen werden. Damit wäre zwar das, eben
der Embryo an bestimmten Stellen genetisch modifiziert, an anderen Stellen dann eben nicht. Das Problem wäre also eigentlich auch nicht wirklich gelöst. Und dennoch ist der Optimismus weiterhin ungebrochen. So heißt es zum Beispiel in einem weiteren Artikel auch in der Nature: Prime Editing könnte den Wissenschaftlern helfen, etwa 90% der 75.000 genetischen Varianten mit krankheitsrelevantem Bezug anzugehen. Man wird sehen, was dabei tatsächlich herauskommt. Fest steht allerdings, und das ist durchaus absehbar, dass es wohl einen unkontrollierten Gebrauch der CRISPR-Methode geben könnte. Das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Und auch ein weiteres Problem oder das grundlegende Problem ist eigentlich die Diskursethik. Denn die Diskursethik kennt keine Letztbegründung, keine über allem stehende Autorität und keine Konstanz. Wir haben gesehen, das eine, was eine ethische Auffassung, die heutzutage Gültigkeit hat, kann in 10 Jahren bedeutungslos sein. Dementsprechend sind die Aufrufe der Wissenschaftler zum Moratorium schwammig formuliert und haben keine wirkliche Kraft, wie ja auch gezeigt worden ist, dass die Wissenschaftler bei einer Konferenz sich auf eine bestimmte Sache einigen, um dann wenige Jahre später etwas anderes zu machen. Es zeigt sich auch, dass Appelle, die von der Diskursethik ausgehen, also Appelle an die Vernunft, schwach sind angesichts der menschlichen Sündennatur. Ich möchte mit einem Bibelvers schließen aus dem Buch Jeremia, Kapitel 8, Vers 9. Zu Schanden geworden sind die Weisen, sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen. Denn siehe, sie haben das Wort des Herrn verworfen. Was für eine Weisheit bleibt ihnen da noch übrig? Ja, um das noch einfach abzuschließen mit einer biblischen Beurteilung. Wir haben eben die Unterscheidung zweier Kategorien von Keimbahneingriffen. Zum einen die Wiederherstellung gesunder Genvarianten. Diese wäre vertretbar, wenn man ganz genau weiß, dass Nebenwirkungen ausgeschlossen sind. Das beinhaltet dann eine gründliche Prüfung dieser Methodik. Und dann gibt es eine weitere Kategorie von Keimbahneingriffen mit dem Ziel der Verbesserung des Erbguts. Also wenn man zum Beispiel anstrebt, den Menschen dazu zu befähigen, Infrarotlicht zu sehen oder ein deutlich besseres Gedächtnis zu haben und so weiter und so fort oder eine größere Muskelkraft. Das ist grundsätzlich aus einer biblischen Sicht nicht zulässig, denn der Mensch würde dadurch ein Redesign des Menschen betreiben, indem er das Genom zu verbessern versucht. Die Begründung liegt letztlich in der Schöpfungsordnung. Der Mensch ist geschaffen zum Herrschen, Bebauen und Bewahren, aber die neue Schöpfung, in der es kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen gibt, die kommt von Gott. Und die Auffassung, sich Gott gleich machen zu wollen, indem man die Schöpfung praktisch umgestaltet, die ist letztlich satanischer Natur. So heißt es zum Beispiel im Buch Jeremia, Kapitel 14, Verse 13 und 14. Und doch hattest du dir im Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will emporfahren, auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ich bedanke mich für das Zuhören und freue mich auf weitere Fragen.